Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Horse Riding Tales. Und hier haben wir noch ein bisschen Holz. Und es ist schon ein bisschen her, dass wir was gebaut haben auf der Insel. Aber es fehlt auch gar nicht mehr so viel. Denn im Endeffekt fehlen aktuell auch nur noch unsere Bäume, so ein bisschen der Wald. Und wir schauen uns das Ganze auch einmal ein bisschen genauer an, was nämlich noch fehlt auf der Insel. So, und es hat sich einiges getan. Ich habe die Stadt übrigens umbenannt, es ist jetzt nicht mehr POW, es ist jetzt City Play, weil ich ein bisschen so die Städte und die Inseln danach benenne, was man da im Endeffekt machen kann. Und der Plan war immer so ein bisschen, ja, das Städteleben bei der Insel in den Vordergrund zu stellen. Und ihr seht es selber hier, wir haben nur noch 91 Punkte. Und die 91 Punkte sind im Endeffekt dafür da, dass hier so ein bisschen Wald hinkommt. Und daher gucken wir mal, was wir für 91 Punkte an Bäumen bauen können. Wir haben hier 10, 13, 6, 14... 13. Das heißt, wir werden im Endeffekt diese beiden Arten von Bäumen bauen. Und wir sagen mal, wir machen 4 davon, also 4, 24. So. Einmal 4 Bäume davon. Und placen wir die mal. Einmal hep. Wir machen erstmal nur die Bäume und danach gucken wir mal, dass wir das Ganze ein bisschen rotieren. So. Und noch den hier so, ein bisschen in diese Richtung. Okay, dann haben wir die ersten Bäume. Jetzt haben wir noch 67 Punkte. Das heißt, wir nehmen von diesem Baum, nehmen wir auch einfach mal 4. Dann haben wir wieder 4, 24. So. Und ein weiteres Mal den Baum. 1. 2, 3 und 4. So. Okay. Haben wir nämlich jetzt hier noch die Bäume. Jetzt machen wir noch so 1, 2. Für die restlichen machen wir noch den einen größten. Wir haben jetzt noch genau 27. Das heißt, wir können theoretisch noch 2 Bäume von den 13ern machen. Machen wir das so nochmal, also 4 und 10. 4 und hiervon 10. Und dann haben wir nämlich den Baum hier. Und die andere Sache noch da. Und wir sind genau einen einzigen Punkt noch, den wir übrig haben. Und ich würde fast sagen, dann machen wir das auch ganz einfach. Gucken mal, was hier von einern kostet. Selbst das Gebüsch kostet 2. Wow, okay. Wir platzieren einfach eine Blume noch hier hin. So. Und wir speichern das Ganze. Und dann haben wir nämlich hier jetzt im Endeffekt so unsere fertige Insel. Und können natürlich jetzt noch so ein bisschen gucken, dass wir einmal noch ein bisschen den Boden ein bisschen auffrischen an ein paar Stellen. Dann noch so ein bisschen den Waldboden auch so ein bisschen hier noch so reinpacken an die Stellen hier. So.
Ja, es flackert dabei ein bisschen. Dann können wir noch gucken, dass wir da noch so ein bisschen Stein. Das müssen wir fast ein bisschen kleiner machen. Reinmachen. Dann haben wir nämlich hier auch noch so ein bisschen das Steinige. So. Dann kann man nochmal sagen, soll ich hier einfach mal noch so ein bisschen Steine rein. Und so. Dann ist nämlich das hier. Ist jetzt Insel Nummer 3, die jetzt damit dann fertig ist. Also es ist nicht alles hundertprozentig so, wie ich es wollte. Aber das liegt auch ein bisschen an dem geschuldet, was wir eben noch an Punkten übrig hatten. Und deswegen haben wir leider an ein paar Stellen jetzt hier ein bisschen auf Details verzichten müssen. Wir machen hier noch ein kleines bisschen, so ein bisschen Schnee hier oben rauf. Weil das ist hier einfach auf diesem Gebirge so ein bisschen liegen geblieben auf dem Berg. So. Und das ist mir fast ein bisschen viel. Deswegen machen wir das nochmal ein bisschen da drüber. Noch ein bisschen den Boden darüber haben. So. Genau, perfekt. Das ist jetzt unsere Insel. Und das erste, was wir jetzt mal machen werden, ist eine City Tour. Eine Starttour für euch. Wir publishen das Ganze übrigens nochmal mit einer Version 8. Und publish. Das heißt, alle können jetzt, wenn ihr mögt, in der fertigen Version. Wir gucken mal gerade. Recent ist die City Play Version 8 auch schon echt oft geliked. Richtig, richtig krass. Also wir gucken uns mal das Ganze an. Und wir playen sie mal. Warum mache ich das eigentlich über Play? Weil es damit nicht mehr passiert, dass ich irgendwelche Sachen umstelle und ich auch nochmal alle Türen und sowas testen kann. Hatte ich ja schon ein paar Mal, dass Türen nicht aufgegangen sind und das wollen wir natürlich nicht, sondern eigentlich sollte alles super funktionieren. Also, wie sieht das Ganze aus? Man startet hier am Steg bei unserem kleinen Schlepper hier, unserer Schaluppe. Und dann geht es schon in die Stadt rein. Und was haben wir denn da eigentlich so für Häuser? Wir haben hier so ein paar nicht begehbare Dekohäuser, wie zum Beispiel dieses Haus hier oder auch dieses Haus hier. Hier könnte man theoretisch noch ein kleines bisschen auch so Gehweg machen oder das Haus vielleicht sogar drehen. Das überlege ich mir gleich nochmal. Dann haben wir hier so den Marktplatz mit den einzelnen Ständen, wo man so ein bisschen was spielen kann. Hier nochmal so den anderen Verkaufsstand. Dann haben wir... Ja, ich überlege fast, ob ich die beiden Seiten nicht vertauschen könnte mit den Häusern. Dann haben wir hier noch eins von den begehbaren Häusern. Hier haben wir unsere Krankenstation. Hier die Wartebereich, da die Anmeldesache. Hier so ein bisschen der Pausenraum. Und wenn man dann hier reingeht, sind hier die ganzen Krankenbetten. Und hier hinten so der OP-Bereich mit dem OP-Tisch. Dann haben wir passend dazu gegenüber haben wir unsere ersten Gebäude, die wir gebaut haben. Nämlich einmal die Polizeistation und den Food-Imbiss hier mit den vorderen Anbindestangen. Hier der Bestelltisch, danach den Drive-Thru, den Ride-Thru, besser gesagt. Und hier oben auch nochmal ein paar Essenstische. Wenn ihr mal genau guckt, dann könnt ihr nämlich auch hier einfach mal durchreiten und einfach mal hier direkt auch auf der Seite bestellen. Dann haben wir unseren Park, wo man natürlich die Hecken, wenn man das möchte, auch auf hoch stellen kann, denn es sind eigentlich Sprünge. Und wenn man möchte, geht es dann hier eben in den Park, kann man sich hinsetzen, ein bisschen chillen und hier vorne auch noch, wenn man möchte, sich hinsetzen. Und ein bisschen so die Aussicht genießen, indem man so ein bisschen auf die Burgruine guckt.
gegenüber gibt es dann auch die Polizeistation. Und da haben wir hier unsere beiden Gefängniszellen. Hier drüben nochmal so die Schreibtische von den einzelnen Polizisten. Und natürlich hier auch nochmal so ein bisschen die Rezeption. Das ist so das, was man in der Stadt hier so hat, um so ein bisschen City Roleplay eben zu machen. Und für den Rest schnappen wir uns eben mal unseren Charmed Pegasus. So. Oh. Das war sehr weit, das Mountain. Also auf die Entfernung würde ich auch mal ganz gerne einfach mal aufsteigen. Dann reiten wir jetzt einfach mal den Weg entlang, den wir nämlich noch haben. So unseren kleinen privaten Trailritt. Und darüber kann man erstmal durch die Stadt reiten. Über die Brücke. Hoch zur etwas eingeschneiten Streckenführung, die dann hier eben so den Berg hoch geht. Dann über diese kleine Steinbrücke mit dem Wasser. Links und rechts nochmal. Und dann geht es hoch in die Gebirge. Hier kann man sich auch nochmal hinsetzen und auch nochmal aufs Meer rausschauen. Und dann eben an der Gebirgsruine vorbei. Dann den Weg nach unten. Und man kommt zur Stadt. Und da ist dann jetzt noch der finale Endbereich. Denn hier kann man einfach mal auf die andere Seite rüber. Hier sein Pferd verstauen. Hier gibt es noch so ein bisschen was zu trinken und zu essen für die Pferde. Und wenn man möchte, haben wir auch noch hier einen Finale. Einen Racing-Parcours, den man natürlich auch noch mal ein bisschen verstellen kann, wenn man das möchte. Aber wir machen das jetzt gerade mal ein bisschen entspannter. Und dann seht ihr, hier habt ihr hier auch noch eine Möglichkeit, so ein bisschen eine kleine Strecke zu genießen. Mit einem Wassergraben und auch nochmal hier einem Wasserloch dazu. Das ist so die Strecke. Und natürlich der finale Burning-Sprung hier. Das ist die neue Insel, die wir hier auch schon in der letzten Zeit wirklich oft gebaut haben. Und wir aber arbeiten das Ganze nochmal ein bisschen. Denn die Sache mit den beiden Häusern will ich mir nochmal so ein bisschen hier jetzt im fertigen Prozess anschauen. Denn wir hatten ja gesagt, hier das hier und das hier sollten wir vielleicht versetzen. Und damit machen wir das einfach mal so. Und wir packen das Haus hier so hin und wir drehen das Ganze noch einmal. Nein, das drehen wir nicht. Weil das nämlich hier so am besten platziert wird. Dann habe ich das ganze Haus so. Und wir haben das Haus hier, was wir dann einfach hier so hin platzieren. Wir gucken mal, ob der Eingang passt. Der Eingang ist nämlich auf dieser Seite. Und dann packen wir nämlich das ganze Haus hier hin. Und wir machen nochmal das hier mit ein bisschen kleiner. So. Und dann haben wir nämlich da auch nochmal so den Weg hin. Und hier das Haus dahin platziert. So. Und dann ist das eben unsere dritte Insel, die wir gebaut haben. Und ich bin sehr gespannt, wie ihr die ganze Insel so findet, wie die für euch so geworden ist. Ich publische sie nochmal, die aktuelle Version, dass nochmal die beiden Häuser sich versetzt sind. Und das ist sozusagen aktuell meine neue Insel. Und ich hoffe, dass sie euch gefällt. Eure Meinung dazu gerne in die Kommentare. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao, ciao.